Ein herzliches Willkommen zu einem neuen Quick-Tipp hier auf dem Kanal von Linux, Windows und Mac-Hilfe. Euch allen wünsche ich erstmal einen wunderschönen zweiten Advent da draußen. Wir haben es aktuell 2 Uhr, ja, bald 2.10 Uhr am Morgen. Und ich habe mir einfach gedacht, komm, nimmst du mal wieder ein Video auf. Und zwar jetzt geht es um das Thema Windows 10 Explorer. Das ist nicht ein kleiner Quick-Tipp wieder. Und wenn ich jetzt aktuell auf den Explorer klicke, dann öffnet er sich ja meistens hier im Schnellzugriff. Ich möchte aber gern das Ganze hier auch, dass er mir diesen, also dass er mir quasi hier das so öffnet über dieser PC. Das Ganze könnt ihr einstellen, indem ich hier oben die Ansicht anwählt, dann auf Optionen klickt und dann habt ihr hier den Punkt Datei Explorer öffnen für Schnellzugriff oder dieser PC. Ich sage dieser PC, übernehmen, okay, schließe das Ganze nochmal, öffne das Ganze jetzt hier erneut und das Ganze bummt, tada, öffnet sich hier so jetzt über dieser PC. Finde ich auf jeden Fall ganz, ganz sinnvoll und ich hoffe, ich mir noch einigen Leuten geholfen zu haben, die da so ein bisschen ja, Schwierigkeiten hatten, weil Schnellzugriff immer wieder zu öffnen und immer wieder hier auf dieser PC zu klicken, boah, das ist doch schon ein bisschen für den einen oder anderen ein bisschen mühselig. Ich verabschiede mich für heute, ich sage tschüss, danke fürs Zuschauen und einen wunderschönen zweiten Advent euch noch. Danke, tschüss.